Rafim ibn Kanawar, die Bestie von Al-Anfa, habt ihr zurück ins Leben gerufen. Nach einem Kampf mit einem Spähtrupp lag er ausgeblutet am Boden, doch nachdem ihr den Zerquetscher der Leiber, einen viergehörnten Bushruf, getötet habt, konnte Abelmir sein Leben mit Heiltränken retten und ihn vor der Seelenwaage bewahren. Doch seine Wunden wollen und wollen nicht heilen. Das Fleisch hat sich hinter der Rüstung schwarz, nekrotisch verfärbt und nicht einmal mehr Blut rinnt aus der Wunde, als gehöre sie nicht zu seinem Körper. Ihr habt für euer Nachtlager einen sehr, sehr teuren Preis bezahlt. Die chirurgischen Messer von Elburum sind ein Werk der Hölle und zerschneiden auch diese Arkayan-Matrix. Später Abend des 20. Ingerim und so beginnen wir. Wir sollten uns vielleicht noch etwas hinlegen. Avian der Falkenflug blickt so ein bisschen in die Runde. Dann können wir morgen wieder früh aufbrechen und sind einigermaßen gewappnet. Zumindest wenn ich euch so verstanden habe, dann wollt ihr in Barbrück mit Helmafax sprechen, richtig? Das Das ist ist der korrekt. Plan. Ja, genau. Ich stimme euch zu. Bin auch Wisst ihr denn ziemlich. schon, wie man Verhandlungen mit solch einem mächtigen Mann entgegentritt? Ich meine, er ist ja nicht irgendwer, oder? Auch wenn ich sehr jung bin, aber Geschichten von ihm und seinen Heldentaten hört man trotzdem. Naja, wir haben bis, also bis jetzt macht er Jalan, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir werden das schon hinbekommen. Wenn ich Jalan richtig verstanden habe, dann sagt er etwas davon, dass er morgen hier in diesem Turm bleiben möchte und meditieren will, was es jetzt mit dieser Praios-Weihe auf sich hat. So sagt er zumindest. Ihm war nicht ganz klar, dass er selbst Geweihter ist. Nun ja, dann werden wir das wohl übernehmen. Wir wachsen an unseren Aufgaben, hoffentlich. Hoffentlich bekomme ich überhaupt einen Ton raus. Immerhin, also Fax wurde ja im Kriegskunstunterricht behandelt und so und lebende Legende und alles. Na, wie alt ist er eigentlich? Ihr Nicht, müsst dass ich das ansprechen wollen würde, aber. weit über die 80 sein. Also er hat schon einige Götterläufe überlebt. Dann ist er ja in meinem Alter. Und ja, er ist ein Dämonenknecht. Wer weiß, wie alt er jetzt ist, wirklich ist. Das wollten wir immer im Hinterkopf behalten. Aber sagt. Habt ihr denn einen Plan? Also ich kann euch gerne nach Barbrück führen, aber ich möchte ungern gemeinsam dort mit euch sitzen. Es ist nicht so, dass ich Angst oder so etwas vor ihm hätte, aber ich habe ihm schlicht nichts zu sagen und er ist ein Neptarch, also sollte ich das schlicht vermeiden. Ich habe auch kein Interesse daran, dass ich ihn töte, auch wenn ich, nun ja, gut mit dem Stab umgehen kann, aber bin halt keine Fronia oder so. Ihr habt recht, wir sollten uns vorher überlegen, über was und wie wir mit ihm sprechen. Mein alter Meister hat einmal gesagt, auf das Fingerspitzengefühl kommt es an, wenn man mit den Wichtigen und Mächtigen der Welt redet. Da wird er recht haben. Kiaras, ihr seid doch so etwas wie ein ausgebildeter Diplomat. Was sagt ihr dazu? Nun, ausgebildeter Diplomat, ja, schon eher in der Kinderwiege gelernt, aber nun, ich würde sagen, wir sollten nicht zu, wenn wir mit ihm reden, nicht zu sehr mit dem heißen Brei herumreden, direkt sein und vielleicht darauf ansprechen, auf den Mann, der er einst war, ob noch etwas davon übrig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er daran erinnert werden will. Nun, wir Wollt ihr haben ihn denn viel Gutes von ihm umdrehen? Ich gehört. hatte angenommen, dass ihr einfach nur eine Geisel austauschen wollt. Ich will erst wissen, ob man ihm vertrauen kann. Wenn wir ihm einfach eine Geisel geben und er sticht uns dann in den Rücken, ist für keinen etwas gewonnen, oder? Außer für ihn. Nun ja, wie wär's mit dem Plan, dass er ja die Geisel erst bekommt, wenn der letzte Mann, die letzte Frau aus seinem Heer Aranien verlassen hat?
Um ganz ehrlich zu sein, ich würde mich ihm entgegenstellen und ihm direkt ins Gesicht fragen, warum wir ihm vertrauen sollten. Auf was er schwören könnte, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Ihr könnt auf gar nichts schwören, er ist ein Dämonenknecht. Genau das ist es. Warum sollten wir ihm vertrauen? Und das sollten wir ihm direkt ins Gesicht fragen. Wenn er wirklich ein Ehrenmann ist, noch. Wenn er wirklich irgendeinen Funken dessen hat, dass er sich an irgendetwas halten will, wird er uns antworten. Was ich denke ist, dass wir seine Zeit auf keinen Fall vergeuden sollten. Ansonsten macht er uns allein kopfkürzer. So sehe ich das auch. Alles, was ich über Hafax weiß, ist, dass er Ehrlichkeit, Gradlinigkeit immer noch wohl schätzt. Deswegen würde ich ihn gerade herausfragen, nicht den heißen Brei herumreden, ihm direkt ins Gesicht fragen, was er von uns will. Ihr dürft nicht vergessen, er möchte etwas von uns. Er möchte diese Geisel haben. Und nun, wenn er sie haben möchte, muss er einen Beweis stellen, dass er sein Wort etwas wert ist. Ich glaube nicht, dass er einen Beweis stellen wird. Er wird uns die Bedingungen diktieren und wir können darauf eingehen oder nicht. Genau, wir können entweder buckeln und nach seinem Willen pfeifen und nun, dann wird er immer und immer wieder auf uns zurückkommen, weil er weiß, wir tun, was er sagt, oder wir stellen es ihm entgegen und beweisen ihm, dass wir Geschäftspartner sind oder Verhandlungspartner, besser gesagt, die ebenfalls mit Respekt begegnet werden müssen. Ich denke, was wir ihm klar machen müssen, ist, dass keine Armee der Welt die Geweihte aus ihrer Globule herausholen kann. Ja, wenn er nicht mit uns arbeitet oder wenn er uns keinen Beweis geben kann, wenn er uns nicht entgegenkommt, wird er nicht das bekommen, was er will. Richtig, er muss zum einen für die Sicherheit von Yasina Melina garantieren können und zum anderen nach unsere Bedingungen erfüllen. Einen Abzug seiner Truppen aus Aranien halte ich für sinnvoll. Mich würde vor allen Dingen interessieren, warum er nach dieser Geweihten sucht. Was es mit diesen Tafeln auf sich hatte. Das wird er uns nicht sagen. Möglicherweise könnte er uns aber sagen, was für Wissen er genau von ihr braucht. Wenn er nur ihr Wissen möchte, ließe sich das vielleicht einfacher arrangieren als einen kompletten Transport der Person. Nun, ich denke, es hat irgendwas mit diesen Tafeln zu tun. Ich glaube, es geht nicht rein um Fachwissen, das die Frau Geweihte angehäuft hat. Wahrscheinlich sind es eher ihre Fertigkeiten. Ich denke auch. Und deshalb wird sie wahrscheinlich auch nun in gewisser Sicherheit sein bei ihm. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen unsere Trumpfkarte stark ausspielen. Wer wird unser Wortführer? Schau mal Kiras an. Nun, ich kann es durchaus übernehmen, mit ihm zu reden. Wenn ihr irgendetwas habt, was ich insbesondere ansprechen soll oder auf was ich achten soll, müsst ihr es mir vorher allerdings sagen. Ich denke nicht, dass wir Zeit haben, während des Gesprächs uns miteinander zu beraten. Achtet darauf, dass unsere vermeintlichen Schwächen als Stärken ausgespielt werden. Erläutert das genau. Nun, dass er uns nicht gegeneinander aufbringt und daraus dann seinen Vorteil zieht im Gespräch. Dass er nicht zu viel Druck im Gespräch auf uns ausübt. Überlegt euch am besten, was könnte er sagen und wie reagiere ich darauf. Macht keine Flanke auf. So, in die Art und Weise meinte ich das. Was tun wir, wenn er droht, einen von uns zu töten, wenn ihr ihm nicht die Geweihte aushändigen? Wenn er eine oder mehrere Personen als Geiseln zurückhält. Nun, dann wird er niemals seine Geisel bekommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir dorthin gehen, besteht die Chance, dass wir nicht zurückkehren. Wollen wir alle unser Leben verwetten darauf, dass er nach fairen fexischen Mitteln handelt. Vielleicht sollten wir eine Fluchtstrategie überlegen. Ja, das wäre nicht verkehrt. Fluchtstrategie. Allerdings haben wir dazu wenig Informationen.
Richtig, also wenn es natürlich ein kleines Lager ist, könnte das funktionieren. Aber schon mit gewissen Dämonen, die dort präsent sind. Nun, meine Schwadenbeutel werden mir wahrscheinlich auch abgenommen. Ich glaube nicht, dass ich die nutzen kann, um dann im Falle eines Falles für Nebel und eine Flucht zu sorgen. Also, wenn ihr wollt, ich könnte versuchen, mit meiner Flöte zu spielen, dann könnte ich so etwas wie eine Zone der Reinheit erschaffen. Damit würden zumindest Dämonen verbrennen. Aber Fahne, Söldner hätten halt immer noch Möglichkeiten, euch zu verfolgen, vor allem auf normalen aranischen Pferden. Aber sollten sie euch Zantim oder so etwas hinterher schicken, dann könnten die zumindest verbrennen. Nun, den normalen profanen Söldnern dürften wir Herr werden. Wenn es nicht eine ganze Armee ist. Wollen wir diesen Ort hier als ersten Fluchtpunkt festlegen, falls irgendetwas schiefgehen sollte und wir getrennt werden? Von hier aus sind das ungefähr noch 10 Meilen nach Barbrück. Also ganz grob 3 Stunden. Und dies ist der einzige Ort, den wir kennen auf der Straße, ich sagt. Zumindest wäre es ein Treffpunkt. Falls irgendetwas schief geht, treffen wir uns hier. Das kann wohl nicht schaden. Was machen wir mit der Gefangenen? Wir lassen sie erst einmal hier bei Jarlan. Das denke ich auch. Und danach? Ich würde sagen, wir nehmen sie mit. Vielleicht hat sie noch weitere Informationen. Nun gut. Gibt es noch Fragen? Wir sollten uns gut ausruhen, würde ich vorschlagen. Morgen ist unser wacher Verstand gefragt. Wie wollen wir die Wachen verteilen? Ich habe ja schon gesagt, dass ich die erste übernehme. Na gut, dann weckt mich zur zweiten. Mir wäre es ganz recht, wenn ich schlafen könnte. Die Blase hat mich doch sehr angestrengt. Ja. Geht noch schlafen. Guter Zwerg. Hab Dank. Hat jemand Rafim gesehen? Schon seit Nein. einigen Minuten nicht mehr gehört. Ich hatte ihm vorhin noch ein paar Rauschmittel angeboten, die ich hier gefunden habe, aber... Was machen wir mit ihm? Seine Todessehnsucht ist ja nun unverkennbar. Wisst ihr etwas darüber? Ich hatte versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hat abgeblockt. Wollte nichts. Keine Ahnung. Man kann nur denen helfen, die auch Hilfe wollen. Ist ein gefährliches Spiel, was wir treiben. Er hat dich geschlagen, oder? Ja. Ach, Rafim schlägt fast jeden Mal. Er nicht, wenn man ihm hilft. Also, ich rette ihn von der Schwelle des Todes und er schlägt mir ins Gesicht. Wie würdet ihr reagieren? Ja, nicht so, aber ich... bin auch nicht so eine Chorverehrerin. Nichtsdestotrotz bleibt eine gefährliche Variable in einer unsicheren Situation. Was wollt ihr damit sagen? Nun ja, der Marsch ins Hafax-Lager ist schon gefährlich genug, also ich... Was passiert, wenn Rafim im Lager ausflippt? Dann wird er getötet werden, nehme ich mal an. Was geschieht danach mit uns? Wer weiß das schon? Seht ihr, das meinte ich mit einer gefährlichen Variable. Mhm. Habt ihr also keine Möglichkeiten? Vor, wir lassen ihn zurück. Habt ihr keine Möglichkeiten, ihn ruhig zu stellen? Ich könnte ihm eine runterhauen mit dem Schwert. Das meinte ich nicht. Ach so. Magisch oder so. Vielleicht sollte Kiaras mal mit ihm sprechen. Ja. Das kann ich natürlich tun. Nun, ich muss sowieso wahrscheinlich mit allen von euch noch das ein oder andere Gespräch führen.
hier? Besonders mit euch. Ihr macht mich neugierig, Keras. Nun, es ist ja vieles geschehen in Gareth und ich muss zugeben, ihr habt euch auf eine interessante Weise entwickelt in den letzten Wochen, Monaten. Ihr sagt dies interessant mit einem komischen Unterton. Nun, es ist definitiv etwas, worüber wir reden sollten. Ebenfalls hattet ihr ja geklagt über dieselben Albträume, die uns alle in letzter Zeit plagen. Ich denke, das ist etwas, was wir aufarbeiten sollten, jeder von uns. Albträume? Ja, seitdem wir Galotta gegenüberstanden, plagen uns nun der Stress, die Eindrücke, die wir bekommen haben, das Unheil, das wir gesehen haben, es ist verständlich und etwas, das definitiv aufgearbeitet werden muss, bevor es sich festigt und nun wahrhaft problematisch wird. Oh, ihr Armgroßlinge, das muss furchtbar sein, zu träumen. Ach, das ist ganz schön, wenn man nicht richtig einen Traum hat. Den einzigen Traum, den ich hatte, war dieser Traum mit dem, Albtraum. Gewitter, diesem Ding. Ihr wisst schon. Ich denke nicht, dass das nur ein natürlicher Traum war. Ganz gewiss nicht. Sind denn nicht alle Träume so? Nein, meistens ist das einfach nur so zusammenhangloses Zeug, also man wäscht ab oder so ein Blödsinn. Mir wurde es erklärt, es sind Erinnerungen, die man noch einmal aufruft, durchlebt. Verschieden erlebt, anders erlebt als vorher. Aber warum abwaschen? Das ist doch total belanglos. Ison hat, glaube ich, noch nie einen Teller abgewaschen. Doch, natürlich. Ich wurde manchmal zum Küchendienst eingeteilt in der Akademie, wenn ich bestraft wurde und so. Ach. Ich für meinen Teil kann sagen, ich träume für gewöhnlich von der Seefahrt und kühnen Abenteuern. Nicht alle ganz wahr, aber dennoch erzählenswert. Keras, dann schnappt euch doch am besten mal Boltax und geht gemeinsam mit ihm zu Rafim. Ihr solltet ihm wirklich helfen. Bevor ihr jetzt hier über Träume euch unterhaltet. Ach, verzeiht natürlich, ich tendiere dazu abzuschweifen. Herr Boltax, Lande, lass uns doch unseren großen Freund einmal suchen. Ja, ich habe ihn zuletzt draußen gesehen. Ja, Rafim würde immer noch vor seinem kleinen, selbstgebauten Altar sitzen, seine Waffen vor sich ausgebreitet. Links von ihm liegt sein Kettenhemd und rechts von ihm sein Helm und seine weiteren Rüstungsteile. Und ihr seht, wie er sich über den eigenen Bauch fährt, wohl über seine frische Wunde und irgendwie immer wieder ein schmerzerfülltes Gesicht verzieht. Aber euch sonst auch weiter nicht beachten würde, auch wenn ihr in seine Richtung lauft. Rafim! Carino! Ich muss zugeben, eure Muskeln wahrlich beeindruckend. Wieder einmal, wie geht es euch? Scheiße! Diese Scheiße hier ist schmerzhaft. Und dieser Hurensohn da drin, den ich erwürge, wenn ich ihn das nicht... Nein, beruhigen, Rafim. Beruhig dich. Dieser Herr da drin, der mich zu dieser Qual hier verdammte, den ich erwürgen werde! Beruhigen. Mit dem ich reden werde, macht das Ganze nicht besser. Du hast dich weit besser im Griff als zu dem Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe. Ich bin beeindruckt. Willst du nicht erstmal was trinken? Das ist ein guter Vorschlag. Aber du sagst, diese Wunde ist wirklich anders als andere Wunden, die du hattest. Ich habe dich schon oft verletzt gesehen, aber auch nie so außer dir. Diese scheiß Wunde ist mir doch egal, du Idiot! Ich stand vor ihm. Die Stadt Al-Anfa unter mir. Die Seelenwaage vor mir.
Meine Freunde, meine Gefährten, meine Ishar, ich sah sie wieder. Seit Jahrzehnten sah ich sie wieder. Ja, in meinen Armen ist sie ausgeblutet und ich sah sie wieder, wie sie neben meinen Brüdern stand. Und dann, dieser Hurensohn reißt mich in dieses endlose Höllenloch von einem Land zurück. Das treibt mich um. Ich leg dir also beruhigend. Ich würde ihn so gerne einfach umbringen. Ich lege dir beruhigend eine Hand auf die Schulter, setz mich neben dich. Erzähl mir von ihr. Vor allem. Sie starb. Nein, nicht davon. Davor. Sie hat gelebt, von Leben. Was für eine dumme Frage. Erzähl mir davon. Sie war jung. Waren wir beide. Es war noch Zeit. Vor allem. Wir haben gedient, gemeinsam. Oh, und sie konnte vögeln, Carino. Oh, sie konnte vögeln. Ich habe keine nach ihr gefunden, die auch nur an sie herankam. Und trotz allem hat man sie mir genommen. Aber sie starb, lächelnd, von Pfeilen durchbohrt, aber sie hat gelacht, weil sie wusste, dass Kor sie empfangen würde. Sie hat mich nie losgelassen, Carino. Noch heute, immer am ersten Boron, träume ich von ihr. Jeden ersten Boron. An dem Tag, an dem wir uns kennenlernen. Und jetzt bin ich hier. Mit euch. Und ihm. Und dem Zwerg. Und ihr könnt euch mein Unglück über diese Situation sicherlich vorstellen. Oh, ich natürlich sah kann ich das. Meine Ewigkeit auf den Schlachtfeldern Kors. Mein ewiges Glück vor mir. Und jetzt bin ich hier. Ich hatte in mir alles verdient. Ich bin gestorben, mutig im Kampf, hab mehr Wunden erlitten, als die meisten Männer überleben würden, hab mehr Männer und Frauen getötet im Namen mal anfasst, als es selbst mir gefällt. Ich hatte es verdient, Carinor. Ich hab's verdammt nochmal verdient! Oh ja. Ja, das hast du. Es ist mir verdient! Und aber, Rafim, du musst bedenken, wenn Kor dich immer noch hier haben will... Und dann ist deine Aufgabe noch nicht ganz vollbracht, oder? Ich wollte mich beißen! Deine Zeit wird kommen. Du wirst zu Kor gehen, du wirst auf seinem Schlachtfeld stehen, doch vielleicht noch nicht heute. Ich hab's mir verdient, Carino! Natürlich habt ihr das. Oh, ihr merkt, wie Rafim sich immer wieder mit der Hand übers Gesicht fährt und Blut und auch wohl Tränen über sein Gesicht strömen. Ich hab's mir verdammt nochmal verdient! Das streitet niemand ab. Das wird niemals jemand abstreiten, doch wenn du noch hier bist, dann ist es der Wille der Götter, dann ist es der Wille von Boron. Nur Boron ich kann deine Seele wahr nicht nehmen. Ich weiß das! Das macht's ja aber nicht besser! Warum habe ich es mir noch nicht verdient, zu sterben? Warum hat Boron mir diese Gnade nicht gewährt? Das ist weil du zu gut bist in dem, was du tust. Weil Boron dich noch braucht. Weil Kor dich noch braucht. Nun, wenn man jemanden verliert, den man sehr, sehr, sehr geliebt hat, war das Erste, was mein Meister mir damals gesagt hat, dann zählt das eigene Leben nun für zwei. Kenne deinen Schmerz, wenn auch auf andere Weise. Dein Leben, nun, in ihrem Gedenken, ist noch nicht vorbei, also musst du für zwei leben. Ich hasse euch, wenn ihr so verdammt nochmal vernünftig argumentiert. Carinor, übrigens, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte euch nicht so beleidigen dürfen, das stand mir nicht zu. Ich muss mich auch noch entschuldigen. Das hätte mir der Tod auch erspart.
Rafim, es gibt nichts, wofür du dich bei mir entschuldigen musst. Das... Ich hätte euch nicht beleidigen dürfen, das stand mir nicht zu. Aber Carino, jedes Mal, wenn ich sehe, wie eine kleine mittelreichische Ratte euch behandelt und ihr es mitmacht, ihr seid ein verdammter Grande von Al-Anfa. Sie sollten knien vor Al-Anfa, vor euch. Und nicht euch so behandeln. Wenn man euch so in Al-Anfa behandeln würde, würde ich denjenigen die Hände abschlagen, damit sie lernen, was es bedeutet, wenn die Macht Al-Anfas nach ihnen greift. Wenn ihr euch so behandeln lasst, spuckt ihr auf uns alle. Ihr spuckt auf meine toten Kameraden, die dafür kämpften, was Al-Anfa heute ist. Ihr dürft euch so nicht behandeln lassen, Carino. Ihr seid ein verdammter Grande. Ihr seid sogar im verdammten Mittelreich ein Adliger. Zeigt diesen... ich weiß nicht mal, was sie sind. Diesen... Wie heißen diese Arschlöcher, die hier wohnen? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Aber Rafim, diese Hure, die sie euch behandelt haben, Carino, da läuft mir noch jetzt die Galle in den Mund. Dass ihr euch so behandeln lasst. Was ist los mit euch? Habt ihr denn keine alanfanische Ehre in euch? Ihr seid ein verdammter Carinor und lasst es sie wissen. Denn der Name Carinor ist in Al-Anfa gefürchtet. Und zwar zu Recht. Ja, in Al-Anfa schon, doch hier... Dann lernt du musst wissen, sie, lasst ich war es niemals, sie lernen zu fürchten. Ich war niemals einer der hohen Tiere in Al-Anfa. Meine... Tante führt zwar das Haus, doch sie und meine Mutter haben sich sehr, sehr, sehr zerstritten. Von daher, ich bin in der Akademie aufgewachsen und nun jetzt habe ich meine Weihe. Ich sehe alles mit ein wenig gelasseneren Augen, weil, nun, lass sie reden, lass sie über sich herfahren. Es geht... an mir vorbei, musst du wissen. Es ist, ich bin in Harmonie mit mir selber. Was sie sagen, was sie tun, nun, ich kann es ertragen. Das ist meine Aufgabe von meiner Göttin gegeben. Wenn ich jemals nach Hause zurückkehre, werde ich meinen Mantel wieder anziehen. Doch hier bin ich als allererstes Diener Rayas. Ich hasse euch, wenn ihr so vernünftig argumentiert. Wisst ihr das eigentlich? Du darfst mich gerne hassen. Wenn ihr noch nicht so gut aussehen wärt. Lassen wir den Hass später raus und trinken ein Fass Wein leer. Das machen wir jetzt eigentlich mit diesem Arschloch von... Ich hab seinen Namen vergessen. Mit wem treffen wir uns morgen, Carino? Elmer Hafax. Dankeschön. Habt ihr schon entschieden, was ihr mit ihm macht? Wer mit ihm spricht? Wir stellen uns ihm gegenüber. Wahrscheinlich werde ich mit ihm reden und... Wer dem Klipp uns kleins Gesicht sagen, dass er gefälligst etwas herausrücken soll, dass er beweisen muss, dass wir ihm trauen können. Also ist mein Tod doch nicht so weit entfernt, wie ich dachte. Ich werde nicht vor ihm knien, ich werde nicht vor ihm krüppeln, ich werde definitiv ihm nicht anheimfallen. Er ist ein Diener der Dämonen, er steht gegen alles, wofür ich stehe. Nein, er wird entweder richtig mit uns verhandeln, auf gleichberechtigter Stufe. Oder er wird nicht bekommen, was er will. Und eventuell werden wir dort sterben. Aber nun, das wussten wir schon, als wir aufgebrochen sind, oder? Gefällt mir immer besser, Carino. Ich hätte schon befürchtet, dass ihr auch vor ihm kriecht. Nein, wir haben nicht vor Galotta gekrochen, wir haben nicht vor Palegan gekrochen, wir werden auch nicht vor ihm kriechen. Er wird uns entweder mit Respekt behandeln, oder wir werden ihn nicht mit Respekt behandeln.